alle zusammen. Heute zeigen wir, wie man richtig gute Herdöpfel-Fächerspiessli über dem Feuer selber machen kann. Für uns hier Herdöpfel zu machen, brauchen wir als erstes ein Feuer. Das machst du am besten ganz am Anfang, weil wir wollen dann nur noch Glut. Und dann geht es darum, dass wir unsere Herdöpfel schinden, damit einfach die Schale drauf ist. Wenn sie geschintet sind, geht es darum, dass wir die jetzt auf die Spiessli tun. Einfach quer durch einen Spiess aufspiessen. Und jetzt tun wir die einschneiden. Und zwar spiralförmig, fangen wir an einem Ecken an. Ich das noch schnell sehen. Einfach so und gehen einfach spiralmässig drum. Immer ein bisschen weiter rein, sodass es so wie eine Spirale gibt. Nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Einfach immer rundum. Weiter, bis wir ganz hinter sind. Wenn du das gemacht hast, kommt fast die schwierigste Stelle. Jetzt müssen wir nämlich die Spirale ein bisschen auseinandernehmen. Und zwar indem, dass wir einfach den Herdöpfel so hinterziehen. Dass die Spirale sich immer weiter, jetzt sagt es ein bisschen vor Seite, auseinandergeht. Möglichst ohne, dass sie zerbricht. Dass ich jede Scheibe so ein bisschen einzeln nehme und hinterziehe. So, dass sich die Spirale voneinander löst. Und der Herdöpfel so auseinandergeht. Die Herdöpfel tue ich jetzt mit Öl, Frittieröl und Gewürz einwürzen. Ich habe einfach ganz normales Öl genommen, das ich brauche auch zum Frittieren daheim. Schön einschmieren und Gewürz, einfach ein Gewürz, das du gerne hast, drüber. Du kannst es auch nur mit Salz machen, natürlich. Aber ich tue noch etwas anderes drauf. So richtig schön einpanieren. Und so kommt das jetzt über das Feuer. Wichtig ist jetzt, dass du nicht direkt ins Feuer tust, sondern nur in die heiße Kohle. Und ich habe jetzt zwei Steine her. Die Steine helfen mir, dass ich es in die Höhe tun kann. Und damit ich es drehen kann, helfen der Steckli, die hinten so abgeflacht sind. Da kannst du nämlich einen Stein drauflegen. Und jetzt bleibt das genau so. Auf der einen Seite genug weit oben. Etwa für 3-4 Minuten, dann drehen wir es um und machen es auf der anderen Seite auch noch. Jetzt haben wir es auf der einen Seite etwa 3 Minuten drauf gehabt. Ich probiere jetzt das ganz vorsichtig drauf zu nehmen, respektive einfach zu drehen. Einmal umdrehen, stehen schon wieder drauf. Und jetzt lassen wir es nochmal etwa 5 Minuten auf dieser Seite. Und schon können wir das essen. Das zweite ist schon machen. Einen guten.